Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für Montag, den 5.7.2021? Und es gibt wohl kein treffenderes Bild in meinem Film oder in meinem Bildrepertoire als dieses Bild, was die aktuelle Situation beschreiben könnte. Der will nicht, der kann nicht oder der will nicht. Ne? Eins von beiden ist es. Kommt er weder oben noch unten richtig raus. Also ich habe mir jetzt die gestrige Analyse nicht nochmal angeschaut, aber oh, hier der gestrige Schluss, 6, Donnerstagsschluss war 6:20, 6:30, da haben wir sehr wahrscheinlich sowas in die Richtung gesagt. Ja, wenn er über der 6:20, 6:30 stabil bleibt, dann hat er Chancen, nochmal hoch an die 6:70 zu gehen, an die 700 zu gehen und aber auch schon 7:80, 15.800 dann zu reichen. Ne? Und dass er tendenziell durchaus ja wahrscheinlich dann wieder, wie die letzten Freitage, versucht, einfach den Wochenkurs hochzuziehen. Den Wochenkurs schön hochzuziehen und sich stabil zu zeigen. So, wenn wir jetzt mal gucken. 30.01.28. Hier ist der Montag reingekommen. Hier ist der Montag reingekommen. Haben wir auch eine grüne Wochenkerze bekommen halt. Nicht viel, aber sie ist grün. Wieder. Wie so oft die letzten Wochen, ne? Also ich habe wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich gesagt, ne, hat einen Platz bis 670, 700 und darüber eben auch bis 780 und dass man sich da durchaus dann, solange er sich über diesem Donnerstagsniveau erhält, auch vielleicht eine Long-Position probieren kann. Wir haben auch unsere Elisa Long eingestellt, die hat auch ihren TP bekommen, aber also viel mehr wäre da auch nicht drin gewesen. Es ist schon ein bisschen traurig, was er gemacht hat. Es sieht ein bisschen nach einem steigenden Dreieck aus. Es ist jetzt von der Formation nicht so, dass wir sagen müssen, boah, krass, das sieht aber schwach aus oder der zeigt sich schwach, er zeigt sich nicht schwach. Es wirkt schwach, weil er nicht weiter steigt, aber man muss immer die andere Seite der Medaille mit betrachten. Man muss auch sagen, er fällt nicht. Und deswegen kann man auch sagen, er ist nicht schwach, weil er nicht fällt. Wenn man sagt, er ist schwach, weil er nicht steigt, muss man auch sagen, er ist stark, weil er nicht fällt. Und dann hebt sich beides wieder auf halt, ne? Also das Argument zählt nicht, zu sagen, er ist schwach, weil er nicht weiter steigt. Das Risiko in solchen Momenten, wo der DAX hier einfach nur auf sehr hohem Niveau seitwärts bleibt, das ist, er hat keinen klaren Trend, ne? Er hat keine steigenden Hochs, keine steigenden Tiefs. Das heißt, er hat keinen klaren Aufwärtstrend. Im Moment stand Definition könnte man das sogar rauslesen hier im kurzfristigen Bereich, aber die neuen Hochs werden halt nicht gekauft, ne? Und das ist schon gewissermaßen ein Problem. Hat er keine fallenden Hochs? Hat er hier? Keine fallenden. Jetzt ist nicht eindeutig halt, ne? Deswegen ist Geschiebe. Ja, zum einen gibt es die Leute, die sagen, naja, saisonal, wir sind seit 2020, seit März brutal gestiegen. Alle, die dort gekauft haben, haben horrende Gewinne. Aber es gibt auf der anderen Seite auch keinen Grund, warum die jetzt alle verkaufen sollen. Es gibt keinen Grund. Die sehen keinen Grund. Ne? Und deswegen fällt er halt auch noch nicht, auch wenn er sich zögerlich zeigt beim Steigen. Und das beobachtet man ja jetzt seit gut drei. Also man kann eigentlich sagen, so ein Jahr nach Corona-Crash hat der DAX angefangen auszubremsen, den Anstieg deutlich auszubremsen. Ne? Wir hatten 2020 das Tief im März. Ganz markant. Wir gehen auf den Tagesschart. Kann man das ein bisschen bildlicher darstellen. Ne? Wir hatten hier unten das Tief. Hier unten das Tief gehabt. Hier ist noch ein offenes Gap übrigens. Ne? Nicht nur das hier. Hier ist auch noch ein offenes Gap. Ein ganz großes, 500 Punkte. Ja, also wir hatten hier das Tief. Das war so der Punkt, wo ganz viele gesagt haben, naja, die nächsten 2 Jahre wird es jetzt auf jeden Fall fallen. Ja, der Markt ist total schlecht. Wir haben hier die Chance genutzt und ETFs gekauft. Wir haben gesagt, so eine Chance kriegt man nicht nochmal. Ja, müssen wir zuschlagen. Und glaube ich, hier an dem Tag haben wir das rausgehauen. Gesagt, jetzt fangen wir an zu kaufen, Sparplan und so weiter. Zumindest die unsere Mails bekommen. Im Video habe ich das, glaube ich, nicht so ausführlich gesagt, aber da habe ich sehr, 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 sehr gezielt auch darauf hingewiesen, dass die Leute hier plötzlich alle negativ gestimmt waren. Hier waren sie alle positiv gestimmt. Wir haben sie alle gesagt, es ist nur Schnupfen, keine Gedanken machen. Hier, das ist absolut übertrieben. Schnips gleich wieder nach oben und plötzlich hier unten sind sie alle negativ geworden. Und da haben alle Short, ja, haben wirklich gefühlt 99% nur Short gegengehauen in den Anstieg, weil sie dachten, der kippt doch mal weiter runter und der ist halt durchgestiegen. Und da merkt man dann schon, da war schon ein bisschen Saft raus. Dann hat er sich hier nochmal im Rahmen der US-Wahl November. Diese typische Novemberstärke, einfach November bis April rein, sind im DAX immer, immer recht stark. Das hat er sich dann hier einfach nochmal rausgezogen. Ja, und hier war nochmal so dieses Lockdown-Thema. Ne? Deutschland ist nochmal ein Lockdown und das hat hier schon wunderbar funktioniert. Hier ist Deutschland in den Lockdown, glaube ich, gegangen, so in dem Drehraum. Ne? Hier ist der erste Lockdown gekommen, der allererste. Oder warte mal, wann war das?
muss hier in dem Dreh gewesen sein, in der Schacherzone. Kam der erste Lockdown und dann hat man das gleiche Spiel hier nochmal gemacht. Lockdown verkündet, dann haben alle gesagt, jetzt fällt, weil beim letzten Lockdown ist ja gefallen. Das war damals schon ein absoluter Trugschluss, weil es ist gar nicht im Lockdown gefallen. Es ist im Lockdown nur gestiegen und es ist auch im zweiten Lockdown nur gestiegen. So, hatte wunderbar funktioniert. Vielleicht muss nochmal ein dritter kommen, damit oben raus der Boost kommt. Ich weiß es nicht. Oder dritter Lockdown ist, glaube ich, sachlich gar nicht richtig. Ne? Ich glaube, das waren mehr, aber es soll egal sein. Ihr wisst genau, wie ich es meine. Fakt ist, er klemmt hier massiv und wir sehen das auch hier seit 15.04. Da ist nicht mehr viel passiert. Halt. Da sind auch nicht mehr viele Punkte dazugekommen. Auf der Oberseite haben wir weniger Bewegung gehabt wie nach unten raus. Ne? Die Ausstiege nach unten waren stärker gewesen wie nach oben seit dem Zeitraum, auch wenn wir leicht höher stehen. Und das ist schon eine leichte Trenderschöpfung, die man erkennen kann. Ne? Die 200-Tage-Linie kommt steil an, haben aber auch schon ein paar Monate nicht gesehen. Gutes halbes Jahr, dass die nicht mehr da war. Das wäre für mich, wenn der Markt richtig anfängt zu fallen, durchaus ein Ziel. Dann, das muss man so klar sagen. Und das sollte man auch so sehen. Na, also wenn der anfängt, aus dem Bollinger Band im Tageschart unten rauszufallen, dann darf man ihm Raum bis zur 200 Tage geben. Der Pfeil ist schon durchaus begründet hier. Na, der ist durchaus begründet und der passt auch ganz gut rein. So, und was will ich euch jetzt eigentlich erzählen? Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Wir haben ein bisschen ausgeholt, ne? Genau, dass der DAX halt auch unheimlich weit gestiegen ist und unheimlich lange halt auch gestiegen ist. Und wenn wir die gucken von hier, ist es etwa circa ein Jahr gewesen, was er jetzt durchgepowert hat. Und von der Performance, ne, ist da allerhand zusammengekommen. Ne? Also das ist Performance, die kriegt man im DAX so statistisch gesehen nicht so oft. Das sind fast 80, 90%, die der da vom Tief weggelegt hat. Und deswegen haben wir ja auch, ne, Money Monkeys, die ETFs, die wir unten gekauft haben, haben hier angefangen zu verkaufen. Hier, den Bereich haben wir angefangen zu verkaufen und seitdem passiert halt auch nicht mehr. Das heißt, wir sind wahrscheinlich nicht die einzigen größeren, die Position abstoßen. Da scheinen noch mehr dabei zu sein, zusätzlich zu dem frischen Geld, was halt immer wieder reinkommt. Und das steht momentan ganz gut in der Waage. Die einen, die gute Gewinne haben, abstoßen, aber noch nicht sagen, naja, jetzt kippt wieder alles komplett um, jetzt muss ich mit allem raus. Ja, es ist eher mehr so ein, ich nehme halt mal so vorsichtig einfach ein bisschen was mit, damit ich was mitgenommen habe. Und das gibt sich offenbar gut die Waagschale. Aber die Bänder stehen so nah wie noch nie. Oder wie es schon lange nicht mehr, sagen wir es mal so, ähnlich wie hier, ja, seht ihr das, hier ganz eng die Bänder, auch hier phasenweise gewesen, sodass wir davon ausgehen dürfen, dass hier bald ein Ausbruch kommt. Ja, dass hier bald ein Ausbruch kommt. Hier waren die auch mal so eng, ja, dann hat es sich aufgeschaukelt, das Aufschaukeln haben wir aber im DAX schon gesehen, ich glaube, das muss nicht mehr kommen. Und dann kam auch richtig die Möhre, da ist er auch nicht mehr oben aus dem Band rausgekommen, ne? Das sieht man, hier war es ganz eng, er ist nicht mehr oben rausgekommen, wurde immer wieder abverkauft, ne? Da hat man das, haben die Jungs, die großen Jungs das schon vorbereitet, was dann kommt, ne? Und dann hat sich das unten rausgelöst, dann ist der Dreifachboden hier gebrochen und dann hat es Platsch gemacht. So, und hier, glaube ich, wird es ähnlich, könnte es ähnlich laufen halt, ne? Muss halt einfach aus dem Band raus. Oder dann eben da oben wieder anfangen zu ziehen, so wie er das hier gemacht hat. Aber das kriegt er wahrscheinlich nur hin, wenn er die Leute nochmal richtig dazu überredet bekommt, runterzuschieben. Ja, vielleicht lassen sie sich wirklich nochmal einen neuen Lockdown einfallen wegen Delta-Variante oder irgendwas, wo alle denken, ah, jetzt muss ich aber verkaufen, jetzt fällt es wieder. Oder es kommt ein neuer Virus, gar nicht Corona, irgendwas noch Schlimmeres, Vogelgrippe 5.0 oder keine Ahnung. Ne, sowas wäre jetzt auch richtig passend, um dann eben nochmal so eine Übertreibungswelle. Er muss die Leute halt, die Börse funktioniert nur mit Umschichten. Ne? Das Geld von vielen einfachen Leuten oder was heißt einfachen, das Geld der vielen arbeitenden Leute, nicht die einfachen Leute, die arbeitenden Leute, das wird umgeschichtet auf die, die eh schon genug haben. Ne? So funktioniert Börse. Und dazu muss ich immer die Masse dazu bewegen, im falschen Moment zu kaufen und zu verkaufen. Ja? Gut, okay. Also, haben wir mal ein bisschen aufs große Bild geguckt. Was heißt das jetzt für uns kurzfristig? Kein Handlungsbedarf heißt das für uns kurzfristig, bis der DAX aus dem Tagesband rausgeht. Oben oder unten. Ja, so müsste man jetzt eigentlich rangehen und sagen, wir haben unten den Knoten bei 15.400 irgendwas drin, 15.420, 15.450 so in dem Drehraum. Oben ist der Knoten so knapp um die 15.800 drin. Und solange der das Band nicht wieder aufkriegt, werden wir keinen Trend haben. Das Risiko ist allerdings in solchen Phasen, weil das macht der DAX ganz gerne in so volatilen Phasen, da kommt dann irgendwann ein Tag mit 300, 400 Punkten, wo er an einem Stück steigt und dann bewegt er sich wieder 2 Wochen zur Seite. Ja, und das wollte ich eben vor uns nochmal sagen, daher bin ich eigentlich auch gekommen, ne, Riesenausflug jetzt gehabt.
Da bin ich eigentlich auch gekommen. Das Risiko, dass der nach oben abhaut, das ist allgegenwärtig, das ist jederzeit da. Und da muss man echt aufpassen und da muss man auch vorsichtig sein. Deswegen werden wir auch immer den Trigger wieder mit ansetzen, weil das geht schnell und das ist dann ein Tag im Monat, wo der sich die Bewegung rausholt. Und dann macht er seine 300, 400 Punkte. Und die Verdächtigsten dafür sind Montage und Freitage. Ja, das ist einfach so. Das heißt, wir sollten auch zum Montag hingehen und sollten sagen, wenn der Kollege hier abhaut, wenn der Kollege jetzt hier abhaut, ne, und hier weiter oben rüber treibt, über der 700, dann sollte man ihm Platz geben bis 800. 15, 800, neues Allzeithoch setzen, zum Montag. Würde ich ihm geben. Ich würde es ein bisschen so ein leichtes Puffer, dass er über den Vortag noch drüber muss. Aber er hat das Zeug, jetzt hier oben einen draufzusetzen. Und sogar auch weiterzugehen. Und da müsste man jetzt theoretisch jetzt hier einen Channel ziehen. Der wird sehr hoch kommen, aber so macht man das. Und geht dann einfach mal in der Prämisse, dass hier eine 49 erreichbar ist. So müsste man es jetzt auf der Oberseite betrachten. Ja, ich setze den hier mal ein bisschen hoch, dass wir auch auf dem Band die Übertreibung haben. Ja, das heißt, am Montag ist auf jeden Fall das Risiko da, dass uns der DAX oben abhauen kann. Ja, und deswegen würde ich den Montag immer wieder reflektieren, stehen wir überhalb der 670 oder nicht. Ja, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mich einfach auf der Short-Seite stückchenweise zurücknehmen, ja, Risiko reduzieren. Und dann gegebenenfalls wieder reinstellen, wenn er die Schwäche zeigt, wenn er wieder nach unten drückt halt, ne? So, und das heißt, wir haben oberhalb von 700, na, machen wir vielleicht auch in der 700 fest, durchaus das Risiko, dass er abhaut in die 800 und in die 49. Das sind die Ziele oben bei, sind ja auch nicht neu, haben wir schon öfters mal angesprochen. Und das bleibt ja unverändert. Das ist eigentlich alles un auch unverändert. Unterseitig genauso. Aber unterseitig würde ich jetzt hier den Trigger noch ein bisschen hochziehen. Weil ich würde sagen, wenn der aus dem Trend hier rausfällt und der ist jetzt um die, ja, wenn es gleich früh anlegt, ist die 45, ja, dann würde ich denken, dass der hier anfängt, wenn er es beim tieferen Tief belässt. Ne? Also wenn er wirklich hier unten durchspartet. Dann glaube ich, dass der versucht, das Ding hier anzuschießen halt. Ne? Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir den Tagesschart nach unten verlassen. Und die Bollinger Bänder stehen unten. Also ich persönlich bereite mich jetzt schon die nächsten Wochen, 1, 2 Wochen meine ich damit, ne? Bereite ich mich damit vor, dass der seine Seitwärtsstachel löst. So wie der momentan rumgesprungen ist hier. Und so ein Hin und Her, wie der macht, so ein Leute Kirre mache und richtig, der macht ja die Leute mürbe halt, ne? Insbesondere die mit hohen Hebel handeln, macht der mürbe einfach. Das ist nichts anderes, weil da kann man nicht sagen, ja, du hast halt Short gehandelt, das war verkehrt, oder du hast halt Long gehandelt, das war verkehrt. Der haut auf beide Seiten drauf, immer wieder. Macht höhere Hochs, macht tiefere Tiefs, macht höhere Hochs, tiefere Tiefs, schwuchtelt irgendwo dazwischen rum. Der macht die Leute einfach mürbe. Und das passt zur Situation im Tagesschart, dass da ein Ausbruch ansteht. Ja, und Fakt ist, wir müssen jetzt gucken, wo kann der hoch? Die 49 fehlt mir seit Wochen. Die kann er noch holen. Ne, wenn er da Montag einen schnellen Move dran macht und er ballert sich von dort dann Dienstag zurück, steht dann hier wieder drinnen, dann legt er sich die Woche auch nochmal richtig aufs Kreuz. Na, also da sind schon noch viele Sachen drin, die passen. Und wir müssen halt echt drauf aufpassen, dass wir die Signale handeln. Ja? Wir wissen nicht, was kommt. Wir sehen jetzt erstmal, okay, momentan passiert nicht viel. Es ist immer wieder seitwärts, es ist immer wieder Geschiebe. Das heißt, ich suche mir eher die kurzfristigeren Punkte. Ja? Für die großen Sachen haben wir noch keine Signale. Aber wir müssen langsam echt feinfühlig werden, wenn das Signal kommt. Ne? Damit wir eben nicht, wenn jetzt die rote Kerze unten rauskommt aus dem Tageschart, dann dastehen und anfangen, Long-Positionen zu suchen. Das darf nicht passieren halt. Ne? Genauso wenig wie passieren darf, wenn er wirklich anfängt, oben aus dem Band rauszusteigen, dass man dann großartig auf der Short-Seite überaktiv wird. Ne? Das tut in der Regel auch nicht gut, weil dann kann auch wieder sowas kommen hier. Ja? Also, ich persönlich würde fast sogar favorisieren, dass wir unten rauskippen. Aber ich weiß nicht, was kommt. Ne? Und es geht auch nicht darum zu wissen, was. Es geht auch nicht darum, dass man genau weiß, was kommt. Ne? Wichtig ist das Aufpassen, das Warten und dann das Mitgehen. Einfach mit dem Markt handeln, mit der Bewegung handeln und die Punkte rausholen. Das ist das, was am Ende zielführend ist halt. Ne? Verlustposition nicht zu lange auszusetzen, ne? Auch Reißleine zu ziehen. Aber punktuell müssen wir versuchen, mitzugehen. Ja, und persönlich riecht es mir davor, also ich könnte mir vorstellen, eine Aufwärtsgap 700 direkt abverkauft, ja, dass er dann wieder erstmal Montag hier drinnen bleibt
und schon mal ankratzt, das habe ich so ein bisschen im Auge für den Montag. Aber wenn der über der 700 stabil bleibt, das Gap offen lässt, stehen bleibt, dann geht er an seine 49 doch bestimmt. Das macht er noch. Und an die 800, zumindest ist ein neues Allzeithoch. Ja, weil der Steigungswinkel hier, das ist zu flach. Das ist zu flach. Da müsste bestimmt nochmal ein neues hochkommen. Aber ihr merkt, also mir ist das momentan, ich. Es ist halt Geschiebe, es ist einfach Geschiebe. Es ist kein klarer Trend in dem Sinne, er verkauft die neuen Hochs immer wieder ab. Unten macht er immer viel Dynamik und dann ist aber ganz schnell immer wieder Schicht im Schacht. Aber trotzdem glaube ich, dass er im Tag sich das vorbereitet. Und ich persönlich würde aus zyklischer Sicht, ne, also auch wer unsere Big Picture-Analysen kennt, von denjenigen, die Mails mitbekommen. Ja, gibt es bei uns auch im Premium-Bereich den einen Artikel dazu, unseren ETFs, warum wir Detailverkäufe machen und so und wo wir das wieder kaufen. Das, was da eingezeichnet ist, das bleibt so weiter gültig. Und da hat er noch nichts getan dagegen halt. Ne? Und ich würde deswegen schon denken, dass wir alsbald hier auch wieder einen saftigen Rücksetzer kriegen halt. Ne? Deswegen gehe ich aber trotzdem nicht in den neuen Hochstand Short. Das wäre mir zu riskant einfach. Weil er kann halt auch einfach wieder direkt losrennen oben halt. Ne? Und dann steht er schnell irgendwo bei 16.300 und mehr. Ja, also das so vielleicht als Wochenvorbereitung von mal ein bisschen weiter draußen, auch von ein bisschen weiter her, wo kommen wir her und so. Wer jetzt gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Du hast jetzt so viel erzählt, was soll ich denn jetzt machen? Dann versuch nochmal ganz deutlich rauszuhören, was ich betone. Und das ist warten. Warten. Bis er aus den Bändern rausgeht. Oben oder unten. Wenn er oben es rausschafft, sich mal einen Tag so zu bestellen, dann ist das ein Long-Signal. Dann geht er auch noch 200, 300, 400, 500 bis 1200 Punkte kann er durchaus am Stück wieder laufen dann. Ja? Aber wenn er unten rausgeht, ist es gleich auf der Unterseite. Und dann wirklich, würde ich so eine 200-Tag-Linie würde ich schon anpeilen. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen groß geguckt ist und ein bisschen weit wirkt. Ne? Es sind ja 1500 Punkte stand hier, aber. Wenn er das oben jetzt abschließt mit dieser Trendschwäche, die abverkauften neuen Allzeithochs, die vielen abverkauften Aufwärtsgaps, die wir die letzten Wochen immer wieder gesehen haben. Ja, und wenn das jetzt dazu führt, dass er unten aus dem Band rausfällt, sehe ich die 200-Tage-Linie kommen. Das heißt, darunter für mich Short suchen. Die ganze Strecke Short suchen. Immer wieder Rückläufe angucken, Short suchen. Das würde ich mitnehmen. Das nehme ich mir vor. Das handle ich. Stand hier, nee. Stand hier, gehe ich jetzt keine langfristige Position ein. Dafür ist es mir zu Geschiebe, zu uneindeutig und kann beides kommen halt. Ne? Das ist nicht, weil ich, ne, der eine oder andere sagt, ne, vielleicht, du erzählst die ganze Zeit oben, unten, unten, was denn, was denn. Es ist halt auch so. Es ist gerade nicht eindeutig, dass man sagen kann, ja, der steigt jetzt so 99% einfach weiter. Das würde ich nicht sagen. Dazu ist zu viel. Dazu hat er zu wenig oben geliefert einfach. Aber hat halt unten auch noch nicht geliefert, dass ich sagen kann, na, 85%, jetzt geht's nach unten. Weil das ist noch kein Signal halt. Ne? Es ist so eine abwartende Haltung, eine Vorbereitung. Okay? Gut, dann habe ich heute hier ganz schön viel gebrasselt. Aber hilft vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal so von oben ein bisschen zum Blick zu kommen. Auch einfach nochmal so ein bisschen eine klarere Lage für die Situation bekommen, dass es halt einfach nicht eindeutig ist. Und dass deswegen halt der Markt auch so. Momentan läuft, wie er läuft. Ja, weil es gibt die einen, die sagen, der ist vielleicht stark, die anderen, die sind schwach und schwuppdiwupp neutralisiert sich das, so wie ich das vor uns erklärt habe. Ne? Die einen, die sagen, es ist zu stark, der ist nicht stark, weil er steigt nicht weiter. Die anderen sagen, er ist aber stark, weil er fällt nicht. Ne? Das führt dazu, dass wir hier so ein Geschiebe haben halt. Ne? Da ist kein eindeutiger Trend mehr drin. Ja, und das würde aufgrund der Dynamik, von wo wir herkommen, eigentlich eher für eine Trendumkehr sprechen, aber wir brauchen das Signal und haben Tagesschart. Ja, das heißt, Tagesschlusskurse. Schreibt euch einen Zettel an den Bildschirm. Tagesschlusskurse unter 15.400 sind Verkaufssignale jetzt. Das zusammenfassend aus der ganzen großen Angugerei hier kann man das eigentlich für sich mitnehmen. Ja, das sind die Verkaufssignale dann. Also, Freunde, wir machen hier jetzt erstmal zu. Gehen für den Montag mit dem Wissen rein, dass wir. Ach du Scheiße, wo habe ich denn jetzt drauf geklickt? Gehen mit dem Wissen rein, dass wir. Moment. Wir gehen mit dem Wissen rein, dass er momentan leichten Vorteil einfach nach oben hat. Er treibt nach oben. Ja? Dass der Trend erst brechen muss.
Ja, die Begrenzungsdiener. Das heißt, der Montag eigentlich kein schöner Tag ist. Außer er bringt einen Aufwärtskip und verkauft es direkt runter. Dann wird man ihm im Bereich von 15.600 und eben an der Trendkante erwarten. 15.560. Das wären unten so die Zonen, wo ist. Und ansonsten alles oberhalb von 15.700 im Zweifel kurzfristig long. Da, ob man will oder nicht, halt, ne? Also bis aufs nächste Hoch. Und dann wird sich am nächsten Hoch schon wieder ein Teilverkauf machen, weil das nächste Hoch kann schon wieder abverkauft werden. Wenn wir mal angucken, was er die ganzen letzten Wochen gemacht hat, das kann schon wieder abverkauft werden. Also am nächsten Hoch einen kleinen Teilverkauf und den Rest vielleicht bis 49 probieren. So würde ich rangehen, weil viel mehr kann ich nicht rausnehmen aus dem Kerl. Ja, dazu ist er zu unzuverlässig, ja, oben wie unten momentan. Weil bringt er auf beider Seite keinen richtigen Schwung rein. Dann kommt immer wieder zurück. Und so würde ich ihn dann halt auch einfach traden. Ja, aber ich würde jetzt nicht gegenkontern. Hier jetzt ein neues Hochshorten zum Beispiel, würde ich nicht. Weil ich weiß, der macht irgendwann jetzt hier auch einen richtigen Spacker und dann oben raus wahrscheinlich werden alle genau dagegen hauen. Ja, gut. Von daher, wir nehmen das erstmal so mit. Schauen uns den Morgen an, gucken mal, was am Montag zum Wochenauftakt bringt. Die Wochenauftakte waren jetzt immer recht schlecht. Dafür waren die letzte Woche der Wochenabschluss aber auch nicht besonders stark. Da kommt ein bisschen Drehung, glaube ich, gerade rein. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Also der Montag wird man ab um 10 schon ein gutes Gefühl dafür haben, ob der stark oder schwach ist. Das glaube ich schon. Und vielleicht wartet man bis dahin einfach ab, guckt sich den an und geht dann halt mit bei dem, was kommt. Und wenn er dann immer noch bei 6,65 steht, naja, dann ist das so. Dann stellt man sich oben einen Alarm und unten und wartet halt einfach, bis wieder was passiert halt, ne? Ja. Gut, ich mache hier aus, wünsche euch was, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.